Down, down, down by the river. Ja, auch mich hat jetzt der Baldur's Gate 3 Fluch erwischt. Nachdem ich schon 50.000 Jahre lang sehr viel, hauptsächlich Astarion-Content auf meiner For You-Page hatte und Cheffe es mir zu unserem Monatstag geschenkt hat, danke an Cheffe, habe ich mittlerweile Baldur's Gate und ich bin immer noch in Akt 1, ungefähr 26 Stunden lang gespielt. Wahrscheinlich sind es sogar schon 30 Stunden, weil ich sehr oft neu laden musste, weil ich sehr oft verkackt habe. Und was soll ich sagen? Es ist halt ein echt geiles Spiel. Wobei ich natürlich neben den Struggles, dass ich manche Kämpfe einfach richtig beschissen löse und nochmal von vorne laden muss und dann viel geilere Lösungen dafür finde. Mann, macht das Spaß. Einfach auch sehr damit struggle, wen zum Fick ich jetzt daten soll. Gebumst habe ich natürlich schon Astarion, weil, easy. Aber eigentlich gehört mein Herz und ich hätte nicht gedacht, dass ich das sage. Gale. Ja, ich weiß. Ich dachte auch, ich bin ja ein Astarion-Girl. Aber nein, ein Gale-Girl it is. Was ich an Baldur's Gate 3 total geil finde, ist, dass die Charaktere so gut geschrieben sind. Es macht so Spaß, sich mit ihnen zu unterhalten und ihre Sätze zu hören und auch im Kampf sie zu hören. Was ich total kacke finde, ist, dass sie einfach nicht mit mir springen wollen. Meine Gruppe löst sich ständig auf und dann stehen einfach Gale, Shadowheart und Karlach, die ich in meinem Team habe, 50 Meter von mir entfernt, während ich alleine einen Kampf bestreite und denke, okay, geil, jetzt lasse ich Gale einfach mal diese geile Attacke machen, damit er die wegbeamt und dann bam, keiner ist da, Teddy stirbt, vorbei. Ah, ich liebe Baldur's Gate 3. Ob es in meine Top 3 Spiele aufsteigen wird? Vielleicht. Aber es ist wirklich sehr lang und ich habe noch sehr viel vor mir. Aber ja, mich interessiert, spielt ihr auch Baldur's Gate 3? Was haltet ihr von Baldur's Gate 3? Und wenn nicht, holt ihr euch Baldur's Gate 3? Ich kann es sehr empfehlen, auch wenn es recht teuer ist. Wobei ich mir gerne noch die PC-Variante holen möchte, damit ich mir geile, wunderschöne Mod-Tabs erstellen kann. Ah, ich will schön sein.